ist die Stadt des Glitz and Glam. Doch hinter den Kulissen ist vieles nicht so, wie es scheint. Annemarie und ihr Lebensgefährte, Schauspieler Wayne Carbondale, machen sich quer durch Los Angeles auf die Jagd nach bisher bestens gehüteten Hollywood-Secrets. Wie heiß und sexy ist Spice Girl Mel B wirklich? Wir trainieren im Bett. Wer ist die tougheste Lady Hollywoods? Wayne findet es bei der berühmtesten Stuntfrau von L.A. heraus. Sie hat geblutet und einmal sogar geweint. Wie cool sind über- und übertätowierte Stars wie David Beckham und Angelina Jolie wirklich? Und wo steigen die wildesten Partyorgien, die selbst Charlie Sheen vor Neid erblassen lassen würden? Zum allerersten Mal dürft ihr es sehen. Mein Geheimzimmer. Neugierig? Annemarie und Wayne zeigen es ihnen. Station Nummer 1. Annemarie besucht in den Hollywood Hills Spice Girl Mel B, eine der reichsten und sexiesten Bewohnerinnen LAs. Hello. Hello. Come in. Hi Mel. Nice to meet you. Annemarie wird erstmal ans Doppel-D-Herz gedrückt. Genauso haben wir uns Scary Spice Sexbombe Mel B vorgestellt. Melanie Brown lebt in einem der größten Häuser der Hollywood Hills und entspricht offensichtlich ganz ihrem Image. In ihrem Schuhschrank misst kein Killer-High-Heel weniger als 10 cm und das, obwohl sie mittlerweile Mama ist und mit ihrem Mann Steven Belafonte und den zwei Kindern hier lebt. Groß verändert hat sich Mel B, laut eigener Aussage, seit ihrer Spice Girls-Zeit aber nicht. Hier bewahre ich einige Trophäen aus der Spice Girls-Zeit auf. Nicht alle, denn ich wollte es nicht überladen. Ich bin immer noch Scary Spice. Jeder ist doch manchmal scary. Everyone. Um ihre rasanten Kurven in Form zu halten, leistet sich die 35-Jährige ein Fitnessstudio, das größer ist als bei unser eins das Wohnzimmer. Und schon gibt's den ersten markigen Spruch, wie man es von Scary Spice erwartet. Trainierst du hier mit deinem Mann zusammen? Wir trainieren im Schlafzimmer. Damit kenne ich mich aus. Mel B, ein wandelndes Klischee? Doch Annemarie traut ihren Augen kaum, als die vermeintliche sexy Hexi fürs gemeinsame Workout aus den Stilettos schlüpft. Wie lange trainierst du am Tag? Normalerweise etwa eine Stunde, jeden zweiten Tag, nicht jeden Tag. Das ist zu viel. Das ist doch zu viel. Und dein Mann? Ah, sind die süß. Ja, ich trage immer lustige Söckchen. Huch, und was ist das? Sexy, scary oder doch einfach nur schluffi? Frotte-Ringelsöckchen unter 1000 Dollar High Heels? Jetzt mal ehrlich, liebe Mel, also. Bist du überhaupt eine Glamour-Lady? Zu Hause trage ich immer nur Jogginganzug und fläze mich faul auf der Couch rum. Also alles nur Show. Da haben wir es mal wieder. Man darf sich vom Image eines Stars nicht täuschen lassen. Die 37 Millionen Dollar schwere Sängerin mag in der Öffentlichkeit die Glamour Queen spielen und in ihren Fitness-DVDs die heiße Kanone mimen, aber privat flätzt sie sich am liebsten genauso auf dem Sofa wie wir alle. So ein toughes Chick, wie wir dachten, ist Mel B also trotz ihres Rufes nicht. Im Gegenteil.